Episode Nummer 18, hoppala, von Let's Play Need for Speed Most Wanted. Hatte in der letzten Folge ein wenig von meinem Ausflug in die Welt von Far Cry 1 erzählt. Nehmen wir nochmal den Porsche, wenn er schon hier steht. Und da muss ich jetzt natürlich kurz dazu sagen, für all diejenigen, die nicht so dämlich waren wie ich und meinten, sie müssten jetzt ein 13 Jahre altes Spiel spielen, damit sie das aktuelle spielen können. Far Cry 1 hat mit dem dritten und dem vierten Teil so gut wie nichts zu tun. Also wirklich, das ist was komplett anderes. Das ist ein linearer Shooter, würde ich sagen. Man ist zwar auch auf einer Insel, wie auch in Far Cry 3, und ja, man ist auch so vom Charakter her ein sehr ähnlicher Typ, aber prinzipiell schlägt man sich nur über diese ganze Insel an verschiedensten Punkten vorbei. Ich glaube, dieses Rennen haben wir schon 4-mal gespielt oder so. Das ist immer das Gleiche, aber man kommt halt trotzdem Kohle dafür. Von daher, das ist doch jetzt, wo man gleich an diesen Dingern hier vorbeifährt. Ich erinnere mich. Tja, unglaublich spannend bestimmt auch für euch zum Zugucken. Aber Entschuldigung, es ist genau das Gleiche, aber es heißt anders. Und man bekommt trotzdem noch Geld dafür. Von daher, naja, geht auch mehr um das, was ich erzähle. man kommt durch die Insel, bekommt es mit Dutzenden Gegnern zu tun. Und die sind halt auch das große Problem, weil es eine sehr komische KI ist, die einerseits unfassbar dämlich ist, dich andererseits aber auch durch Zelte und Häuserwände durchsieht. Wenn du eine Granate wirfst, also sagen wir so, du sitzt hinter einem Zelt und wirfst eine Granate ans andere Ende des Lagers. Da dachte ich am Anfang, cool, damit kann ich sie dahin locken, beziehungsweise dann fragen sie sich, wie geht das? Allerdings, wenn man eine Granate wirft, wissen die Gegner sofort, wo man ist. Nein, das ergibt keinen Sinn. Nein, es ergibt keinen Sinn, aber so ist es in diesem Spiel. Was unglaublich nervtötend ist. Da wirft man dann relativ schnell gar keine Granaten mehr. Das ist auch wieder eine geile Kombination. Und so geht das ganze Spiel. Es gibt viele, viele nervtötende Stellen, wo man es echt mit übermenschlich vielen Gegnern zu tun bekommt. Und das ist dann halt auch was, wo man dann gut und gerne mal 3-4 Tage an einer Stelle hängt. Beispielsweise auch, wenn es gegen Helikopter geht, die ja eigentlich in jedem Spiel nervig sind als Gegner, aber da war es wirklich die Höhe. Tja, aber ich habe mich durchgekämpft. 26 Stunden. Das ist echt, also ich verstehe bis heute nicht, warum ich da so drauf war. Warum ich das überhaupt durchziehen konnte. Aber wie gesagt, das ist noch nicht so lange her und das ist eigentlich jetzt immer noch so. Ich kann einfach keine Spiele so halb gespielt stehen lassen. Ich habe teilweise Sachen durchgespielt. Alien Colonial Marines, das war eine komplette Katastrophe. Ich habe es trotzdem durchgespielt. Ich habe Der Herr der Ringe Krieg im Norden durchgespielt, was gleich der nächste Vollschrott war. Tja. So bin ich. Da quäle ich mich immer selber, bloß um nachher sagen zu können, ich habe es gespielt. Ich weiß auch nicht warum. Tja, und deswegen habe ich jetzt auch sehr große Angst davor, Far Cry 2 zu spielen, weil trotz dieses Erlebnisses mit dem ersten Teil schaffe ich es jetzt nicht, mich dazu überzuwinden, jetzt Far Cry 3 oder 4 zu spielen, weil ich jetzt denke, jetzt hast du den ersten schon gespielt, dann spielst du den zweiten auch noch. Und dann kannst du die zwei schönen Teile sozusagen noch dir angucken. Ich habe keine Ahnung, ich glaube Far Cry 2 ist nicht so viel anders als der erste. Vielleicht mit ein bisschen hübscherer Grafik und vielleicht mit ein bisschen offenerer Welt, ich weiß es nicht. Schön wär's. Aber, ja, ich weiß nicht, vielleicht hat ja einer von euch Far Cry 2 gespielt, dann schreibt mir das mal in die Kommentare, ob man sich das antun kann. So. Hä? Hey, habe ich es gerade richtig gelesen? Hey, wieso denn 112.000 bis zum nächsten Most Wanted? Gerade eben waren es... Hä? In der letzten Folge waren es nur 6.000. Ah, da. Hä? Ey, das Spiel... Naja. Alter. Was mache ich hier eigentlich? Quatsch, ich muss doch zu... Rennen... Nee. Hat das eine extra Reiter? Most Wanted? Ah ja, hier. Ne, wo ist er denn jetzt? Ach, da war er doch. Hier, Most Wanted 4. Mein Gott, ich stelle mich wieder an, tut mir leid. Genau. Wenn wir schon bei irgendwelchen Spielen sind, wo ich mich durchquälen musste. Gut, das ist jetzt durchquälen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich finde, es hat sich auch unfassbar gezogen. Ist genau das gleiche wieder. Ich habe zum ersten Mal von dieser Serie, glaube ich, wirklich gehört, dass der dritte Teil rauskam, Crysis. Und da wurde ja auch der dritte so hoch gelobt. Und dann dachte ich, ja, spielst du, aber du fängst natürlich mit dem ersten an.
Das muss man natürlich sagen, dass selbst im Jahre 2014, als ich das gespielt habe, Crysis 1, obwohl es 2009 ist, noch unfassbar geil aussieht. Also Crysis ist optisch der Wahnsinn, auch heute noch, auch der erste Teil. Ja, spielerisch fand ich es dann eher durchwachsen. War halt auch so ein Shooter mit ein bisschen paar, ja, Modifikationen, möchte ich sagen. Man kann sich unsichtbar machen, man kann unglaublich hoch springen, man kann stärker werden und so. War ja alles gut und nett, aber ich fand auch, dass sich die Kampagne unfassbar lang gezogen hat. Ich bin zwar sonst auch jemand, der sagt, eine Kampagne von einem Spiel sollte schon irgendwie mindestens 10 Stunden gehen, aber ich glaube, die 13, die ich da mit Crysis verbracht habe, waren mir deutlich zu lang. Weil es halt auch viel das Gleiche war und oft einfach nur riesen Gegnerhorden, die man niederballern musste und dann halt normalerweise im letzten Moment noch von irgendwas gekillt wurde und nochmal vorne anfangen konnte. Ja, und auch da stehe ich einfach jetzt aktuell noch davor, den zweiten irgendwann mal anzufangen und ich traue mich auch nicht so wirklich, aber... Ich bin gerade dabei, tatsächlich meinen, wie man es so schön nennt, Pile oder Pill of Shame, also die Liste, die Spiele, die man irgendwo gekauft hat und nie angefasst hat, den ein bisschen abzubauen. Das geht tatsächlich echt gut vorwärts. Also ich habe jetzt, glaube ich, nur noch 4 Spiele oder so in meiner Steam-Bibliothek, die ich noch nie gespielt habe. Alle anderen habe ich entweder durchgespielt oder soweit man sie halt spielen kann. Also es gibt also Sachen, keine Ahnung, Star Wars Empire at War, da haben wir ein Let's Play von gemacht, das kann man nicht wirklich durchspielen. Von daher, so gibt es auch ein paar, die man halt so eine Zeit lang gespielt hat und dann aufgehört hat. Zum Beispiel Star Wars Battlefront 2, geht ja auch nicht so wirklich durchzuspielen. Ja, aber jetzt sind es echt nicht mehr viele. Und da bin ich wirklich stolz drauf, weil ich es wirklich eigentlich gar nicht haben kann. Also ich finde es eigentlich echt furchtbar, dieses Massenkaufen von Spielen und die dann nie anfassen. Das ist, ja, ich gebe es ja selber zu, es passiert mir auch oft, weil beim Steam Sale die Angebote zu gut sind, aber ich kann es eigentlich echt nicht haben. Ich fühle mich da auch irgendwie, wenn ich immer so 20 Spiele oder so rumstehen habe, oder rumliegen vielmehr, die ich noch nie angefasst habe, das finde ich immer echt ätzend. Aber jetzt bin ich gerade wirklich kontinuierlich dabei, das abzubauen. Aktuell spiele ich beispielsweise Hitman Absolution, was bislang ein wirklich geniales Spiel ist, kann ich euch sehr empfehlen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal das Video an. Wirklich, die Videos sind das Beste im ganzen Spiel. Ob das jetzt die bekifften Bullen-Videos sind oder diese Vorstellungsvideos für die neuen Autos. Das sind so geil gemacht. Super, super. So, mal sehen, ob wir es vielleicht beim ersten Versuch schaffen. Ich bezweifle das ehrlich gesagt. Ne, ich war gerade bei Hitman Absolution. Das ist ein sehr empfehlenswertes Game. Gut, Hitman wird wahrscheinlich jedem was sagen. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ich glaube, es war ursprünglich schon ein Spiel. Mittlerweile gibt es ja auch 2 Filme oder sogar noch mehr. Ich weiß es gar nicht. Einen neuen gab es ja erst letztes Jahr. Geht prinzipiell um einen Assassinen, beziehungsweise um einen Auftragsmörder in der heutigen Zeit. Es geht halt, man hat normalerweise immer einen relativ großen Level vor sich mit vielen irgendwie Polizisten oder Wachmännern, hat normalerweise ein Ziel, das man erreichen muss, ob das jetzt irgendwas klauen ist oder eine bestimmte Person ausschalten, ändert sich und hat dann halt verschiedene Ausrüstungen mit Pistolen oder auch dieser Klavierseite, beziehungsweise halt diesen Würgedraht, muss ich dann halt da durchschleichen und sich so die eigene Taktik zurechtlegen, wie man am besten durchkommt, muss sich verkleiden, damit man nicht so auffällt, beispielsweise als Gärtner oder so, und die Leichen verstecken und so weiter und so fort. Also prinzipiell so ähnlich wie Dark, wenn ihr euch vielleicht daran erinnert, nur dass man eben kein Vampir ist und dass das Spiel Spaß macht. Das ist der entscheidende große Unterschied zu Dark. Weil es funktioniert einfach, muss man sagen. Im Gegensatz zu Dark funktionieren sowohl die Deckungselemente als auch die Kampfelemente sehr, sehr gut. Gerade der Kampf, also man kann im Normalfall auch oftmals sich seinen Weg freischießen. Zumindest auf dem normalen Spielmodus, auf dem ich spiele. Also das macht bislang echt sehr viel Spaß. Und da kommt ja auch dieses Jahr ein neues Spiel raus, Hitman. Ich glaube, es heißt auch nur Hitman. Es hat, glaube ich, gar keinen Untertitel. Und es wurde jetzt neulich bekannt gegeben, dass es in... Wieso? Ich fahre doch nicht in die falsche Richtung. Hey, wieso fahre ich in die falsche Richtung? Stimmt doch alles. Ich spiele, jetzt mach mich nicht kirre.
Ich hoffe einmal, das ist ein Bug, weil ich wüsste nicht, wo ich sonst hinfahren soll. Boah! So ein Arsch. Was ist jetzt los? Ah. Hä, wo bin ich denn jetzt? Wo hat er mich denn jetzt zurückgesetzt? Ey, dieses Kack-Game. Boah, Mann, was funktioniert hier eigentlich? Entschuldigung, aber... Ja, komm, mach hin. Warte, ich glaube, der hat es einfach irgendwie, weil ich da einmal nicht genau auf der Strecke geblieben bin, nicht geblickt, dass ich noch auf dem richtigen Weg bin, hat mich jetzt sonst wohin zurückgesetzt. Auch geil. Naja. Ne, und dieses Hitman, das Neue, kommt in Episoden. Und wie ich finde, für ziemlich saftige Preise. Also man zahlt für dieses Starter-Set sozusagen, also für die ersten paar Missionen plus, für die ersten paar Missionen zahlt man, glaube ich, 20 Euro und dann für jeden weiteren Teil, der halt rauskommt, dann, glaube ich, nochmal 10. Was auch, was ich finde, ganz schön stolzer Preis ist. Also. Und dann nochmal, keine Ahnung, ich glaube, 4 Teile sollen noch... Mann! 4 Teile sollen, glaube ich, noch kommen. Da sind es halt auch. Ja, gut, 60 Euro. Das ist normal für ein AAA-Spiel, fällt mir gerade so auf. Aber, ja. Ich bin nicht so ein Freund von diesen Episodenspielen. Also, außer jetzt, ich finde es bei diesen. Bei Dings finde ich es eigentlich ganz cool. Bei den. Beispielsweise bei Life is Strange, bei diesen Erzählerabenteuern. Wobei das Problem ist, dass man halt, glaube ich, oft, wenn man das dann halt. Man spielt einen Teil und dann muss man halt 2 Monate warten, bis der nächste Teil rauskommt. Dass man da halt viel vergisst. Aber es baut halt die Spannung auf und ich bin, da muss ich sagen, ich muss mich da sehr an Gronks Meinung orientieren, der, wie ich finde, das relativ, eine relativ gute Idee hatte. Ich finde, man sollte solche Story-Adventures insofern machen, dass man nicht von Anfang an sagt, wir machen 4 Episoden oder wir machen 5 Episoden, sondern man verkauft es einfach oder man entwickelt es einfach mal und guckt dann halt, wie sich's verkauft und kannst da das... Okay, wir haben noch alle Reifen. Man kann es dann nach Belieben entweder halt verlängern, dass man noch mehr Episoden macht, oder man sagt halt irgendwann, okay, jetzt ist gut. Jetzt schreiben wir sozusagen noch eine Episode, die es dann beendet. Wobei das natürlich vielleicht auch schwer ist, wenn man jetzt genau weiß, man muss es jetzt in, keine Ahnung, 3 Stunden Spielzeit beenden. Aber fände ich prinzipiell keine so schlechte Idee. Gerade bei Life is Strange, ich finde, das hätte noch lange weitergehen können. Ich habe selber ja nicht gespielt, aber habe es eben bei Gronkh geguckt und fand das wirklich ein spektakulär gutes Spiel. Spielerisch nichts Besonderes oder nicht der Wahnsinn, aber eben unfassbar tolle Story. Unfassbar gut geschriebene Charaktere und Dialoge. Ganz, ganz stark. Oder auch diese ganzen Telltale-Dinger, von denen ich ja auch noch nicht eins gespielt habe. Das wäre übrigens auch eine Idee für ein neues Neben-Let's Play, mal ein Telltale-Spiel. Ich würde das persönlich The Walking Dead bevorzugen, weil das Universum mir eben am geläufigsten ist. Lol. Genau. Genau, weil ich habe das weder bislang ein Telltale-Spiel gespielt, noch habe ich eins gesehen, außer Minecraft Story Mode. Das hat mich zu sehr interessiert, deswegen habe ich mir das angeguckt. Und ja, das ist, glaube ich, auch eins der eher schwächeren Telltale-Spiele. Wo fahre ich denn hin? Oh. Eins der eher schwächeren, aber ich fand es eigentlich auch ganz witzig. Oder finde es noch witzig, letzte Episode ist ja noch gar nicht draußen. Nee, aber beispielsweise The Walking Dead wird ja immer sehr, sehr hoch gelobt. Von daher wird mich das schon mal sehr interessieren, wie das so ist. Vor allem, weil ich jetzt auch nicht so der wirkliche Held bin in unter Zeitdruck Entscheidungen treffen oder Entscheidungen treffen, die viel beeinflussen. Deswegen bin ich heute noch begeistert. Ich habe erst vor wenigen Tagen The Witcher 3 durchgespielt. Endlich. Ich habe es auch sehr ausführlich gespielt, das muss man dazu sagen. Ach nein, oh nein, ich starte jetzt lieber hier neu, sonst das geht, glaube ich, schneller. Oh, so knapp, naja. Und in Witcher 3 gibt es auch sehr, sehr viele Entscheidungen. Ich bin echt schwer begeistert, dass ich das gute Ende erwischt habe oder eins der beiden guten Enden. Obwohl ich eigentlich immer so mehr situationsabhängig irgendwelche Entscheidungen getroffen habe.
und von vielen Leuten gehört habe, die sich sozusagen während das ganze Spiel schon darauf konzentriert haben, alle Sachen richtig zu machen, dass die dann oft mal das schlechte Ende erwischt haben. Und ich habe es halt immer so nach Bauchgefühl gemacht oder ja, gerade so spontan in der Situation und habe da ein gutes Ende bekommen und bin da sehr froh drüber. Weil ich sagen muss, mir kann ein Ende ein ganzes Spiel ganz schön vermiesen. Oh, diese scheiß Nagelbänder! Wie es wahrscheinlich bei den meisten ist. Und ja, ich finde das böse Ende oder das schlechte Ende von The Witcher 3 ist echt übel. Aber da hätte ich mich sehr, sehr... Oh, das hätte mir das Spiel ziemlich vermiest, wenn ich das bekommen hätte. Ich habe mir die anderen aus Interesse auf YouTube angeguckt. Tja, und so ist diese Erfahrung für mich das beste Rollenspiel, das ich je gespielt habe. Und auch das beste Spiel, das ich im letzten Jahr gespielt habe. So ein geiles Spiel. Und ich freue mich unglaublich jetzt schon auf das Hearts of Stone. Was es ja schon längst draußen ist, aber ich habe es mir noch weder gekauft, noch habe ich es schon gespielt, logischerweise. Ich will mir das eigentlich noch ein bisschen aufsparen. Wobei ja mit Blood and Wine kommt ja noch eins, noch ein Add-on. Irgendwann nächstes Jahr oder dieses Jahr. Aber ja, ich will irgendwie nicht, dass dieses Spiel vorbei ist. Weil es mich so viele Stunden so gut unterhalten hat. Ich muss da runter. Tja, und deswegen würde ich eben auch gerne mal die ersten zwei Teile sehen und spielen. Und da kommt wieder ihr ins Spiel. Schreibt mir doch in die Kommentare, wenn ihr Bock hättet. Auf The Witcher 1 als neues Neben-Let's Play. Ich sag das jetzt in jeder Folge so oft, bis einer drunter schreibt. Und wenn es nur ist, damit ich die Klappe halt. Oh, der hat's verzockt. Jetzt hat er's verzockt, jetzt können wir ihn überholen. Sehr schön. So geil, wie der rotierend durch die Luft geflogen ist. So, ich mache aber gleich auch einen nächsten Fehler und der ist schon wieder direkt hinter uns. Tja. Hashtag Gummiband-KI. Aber was soll's, darüber beschwere ich mich nicht. Das ist, aber hier. Nein, genau das gleiche wie das letzte Mal! Oh, wo ist das? Was ist denn das für eine verfickte Bodenwelle? Wirkt gerade die ganze Zeit, wenn wir gecrashed sind, weil der Bildschirm immer kurz schwarz wird, ich denke, die ganze Zeit stürzt das Spiel dann ab. Davor sind wir echt noch verschont geblieben. Das finde ich. Das muss man im Spiel zumindest mal das positiv anerkennen. Das ist immerhin technisch einigermaßen gut. Weil ich glaube, für die Probleme mit dem Aufnahmeprogramm oder mit den Programmen kann man, glaube ich, das Spiel nicht wirklich verantwortlich dafür machen. Krieg ihn aber auch nicht, der ist zu schnell. Ich habe halt auch kein Nitro, vielleicht hätten wir einfach ein Auto nehmen sollen, das Nitro hat. Komm schon. Boah! Ist das unverdient. Die ganze Zeit dahinter und jetzt kurz vorm Ziel überholt. Aber was soll's, ist mir egal. Jetzt müssen wir ihn ja nur noch kaputt machen. Aber ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge. Da schnappen wir uns dann hier den Lambo Aventador ist das, glaube ich. Ich mache mal kurz hier Pause. Ach, ich kann nicht Pause machen, stimmt. Geht ja direkt nach den Rennen nicht. Ich muss kurz warten. Jetzt geht's. So, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann schnappen wir uns den Lambo und ja, dann haben wir nur noch drei Gegner vor uns. Unbedingt wieder einschalten. Bis dahin. Tschüss, bye bye.